Jetzt gerade 8 Uhr und ja, ich bin, wie ihr gerade gesehen habt, ganz entspannt aufgestanden. Jetzt gehe ich ganz entspannt zur Schule. Ich hatte erstmal Ausfall, deswegen konnte ich ein bisschen länger schlafen. Und ja, nur good to know, was heute mein Plan ist. Also wie gesagt, ich gehe zur Schule. Dann muss ich noch die einen Hochzeitsbilder abgeben. Die werfe ich bei den Briefkasten auch ganz entspannt. Und ja, dann habe ich noch ein Shooting mit Luca Kaminski. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ich denke mal schon die meisten von euch. Und ja, dann gehen wir abends noch feiern. Und ich hoffe, das wird ganz nice. Auf jeden Fall. Sorry, falls ich jetzt ein bisschen verklatscht aussehe. Aber es ist halt morgens, ne? Kinder. Schönes Wochenende. Ja, nachher, ne, Simon? Party. Den Stick eingeworfen und bin jetzt auf dem Weg zu Luca mit dem Shoot. Wir shooten jetzt, genau. Mal sehen, wie das so wird. Ich habe auf jeden Fall Bock. Aber ja, wie gesagt, bis eben war ich in der Schule und jetzt habe ich noch meinen Job erledigt mit dem Dings, mit dem Stick. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Let's go! Der Hustle ist real. Hm? Der Hustle. So. Tja. We go to schools, but we still idiots. It's universal.
Brave the rules, just follow the law, all in a circle. Oh baby, I'm proud of you, tell me why your hands are purple. Don't break the rules, just follow the law, all in a circle. You need to together to stay calm. We need some drugs, some drinks, to give me a glass of gin. I know to together we'll be high. Tonight we'll be fine. You need to together to stay calm. We need some drugs, some drinks, to give me a glass of gin. I know to together we'll be high. Tonight we'll be fine. Guten Morgen. So. Tag 2 des Vlogs. Heute geht's ins Neptun. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Das ist die Silberhochzeit meiner Eltern. Wir werden da eine Nacht pennen und abends ist halt da ein bisschen Party und ein bisschen Essen, durch das mit Familie und mit ein bisschen Freunden meiner Eltern. Ja, es wird auf jeden Fall ganz nice. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich sehe ein bisschen verklatscht aus, logischerweise. Ich war gestern absolut nicht lange feiern. Bis 0.30 Uhr waren wir drin im Club, weil es einfach viel zu voll war. Und einfach nicht cool, viel zu eng, viel zu voll. Ich war nach einer Zeit nüchtern, war nicht cool. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt logischerweise zu Hause. Und es ist jetzt 10.03 Uhr. Und ja, oh Gott. Ich mache mir jetzt langsam fertig, pack meine Sachen und dann schneide ich noch. Und dann fahren wir so gegen 13 Uhr, 13.30 Uhr nach Warnemünde. Dann kommt das Taxi, genau, und dann holen wir noch meine Oma ab. Und dann fahren wir noch mal, genau. Achso, und das, was ich schneide, ist das aus München. Ich war vor einiger Zeit mit Jonas in München und der erste Teil war bei ihm und der zweite Teil kommt halt bei mir. Yes, sir. Bisschen so Stuff, Hochzeitsfotos, dies, das. Hier noch mein Jackett, ein Outfit für heute. Das ist noch mein Laptop, den packe ich auch gleich ein. Und ja, dann geht's auch los. Let's go. So, ja, ist nicht ganz so groß, aber ja, ich kann mir jetzt auch das Klassen kurz durchgucken. Ach geil. Moin, Servus, moin. Ja, und dann hier so ein Kleiderschrank, da ist schon meine Jacke drin.
Ja, mehr als gelegen. Hammer geil. Kleiner Fernseher, bisschen Workflows, da muss ich jetzt auch noch gleich ein paar Fotos adden. Und dann. That's fucking view, man! Geht das hier? Entschuldigung. Ah, okay. Halleluja. Let's go. So, Leute, ich wollte euch nochmal das Zimmer meiner Eltern zeigen. Ist ein bisschen größer, weil die hier auch die Veranstaltung machen, halt einfach ein größeres Zimmer bekommen haben. Und ja. Ich war jetzt gerade noch im Fitnessstudio, ein bisschen ganz entspannt, also nicht, ich bin sowieso nicht so ein Pumper oder so, einfach nur um das auszuprobieren oder zu nutzen. Ja, da habe ich noch Ento getroffen, den verlinke ich euch auch mal. Ja, der arbeitet hier, totaler Zufall, also ja. Und jetzt gehe ich noch duschen und dann gibt es auch schon Essen und naja, fängt die Party auch schon an. So Leute, ich bin jetzt ready. Wie aus dem Ei gepellt, ne? Ihr wisst Bescheid. Party ist mehr oder weniger vorbei. Ich gucke jetzt hier noch ein bisschen NBA und ja, morgen geht schon wieder, naja, nicht unbedingt früh, aber so gegen 10 oder so muss ich hier raus, aus dem Zimmer zumindest, dann gehen wir frühstücken und ja, dann geht's schon in die Stadthalle. Und ja, mal sehen, wie das so wird. Ich hab da auf jeden Fall mal wieder Bock drauf. Ja. Ich hab gar nicht so viel zu sagen. Es war eine sehr schöne Feier. Und ja. Good night. Moin Leute. Wir sind mal gerade rausgesteppt. Hier ist das Hotel im Hintergrund. Und hier ist das Ayar-Resort. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Hoffe ich einfach mal jetzt. Und ich will mir jetzt so einen kleinen Snack holen. Ich weiß nicht, kleiner Lifehack allgemein, wenn ihr in Warnemünde seid und es nach 24 Uhr ist oder halt einfach echt spät, dann geht ins Ayar-Resort. Da ist unten ein 24-Stunden-Kiosk. Und ja, der ist sehr hilfreich, wenn man einfach mal im Sommer oder so auch mal nachts in Warnemünde chillt. Den Lifehack habe ich vom Kumpel, deswegen, ja, der ist auf jeden Fall echt gut so. Mal sehen, was ich mir jetzt erhole. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Hunger und die Minibar im Dings ist einfach deutlich zu teuer. Dieser Kiosk wird da auch relativ teuer sein, so, aber im Gegensatz zu einer Minibar in einem Hotel wird das deutlich billig sein. Naja, mal sehen. Jawohl, der 24-7. Von 7 geöffnet. Aber naja. Die hatten wohl nicht so Bock auf mich. Naja. Jetzt steppe ich wieder zurück und gehe mal pennen. Was soll's?
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin noch ein bisschen müde. Es geht jetzt gleich runter zum Frühstück. Und ja. Wunderschöner Tag, würde ich sagen. Mit dem Ausblick kann man auf jeden Fall mal aufwachen. Fett. Let's go. Gesprintet. Und jetzt steht die hier noch ewig rum. Oh mein Gott, einfach für nix. Das war so schlimm. Jetzt schwitze ich immer und was. Eieiei. Na egal, jetzt fährt sie los endlich. Moin moin. Hau mal ab. Hey. Ich muss eigentlich alles filmen, was ich sage, so. Unnormal. Hi. Walking on the street for a bit. The moon is red, world's out back in the city. Wait, the link, let's have a beginning. Suddenly a man, that's another far channel. I drew the bar, I have to ask something. Zu Hause. Es ist Sonntagabend, 19.26 Uhr. Ich habe jetzt gerade das Video hochgeladen aus München, Tag 2 und 3. Habt ihr dann hoffentlich logischerweise schon gesehen. Wenn nicht, guckt es euch jetzt noch an. Und ja, ich muss jetzt noch ein bisschen Englisch machen. Eine Gedichtsanalyse schreiben, richtig geil. Top. Und nachher gucke ich noch ein bisschen NBA und dann werde ich auch schlafen gehen. Ach nee, ich muss noch die Bilder bearbeiten, stimmt. Ja, aber ansonsten gehe ich dann irgendwann nachher noch schlafen. Und ja, ich hoffe, die drei Tage haben euch ganz cool gefallen. Ich habe das ja jetzt in ein Video zusammengefasst und ja, deswegen ist es halt bisschen länger jetzt, aber ich hoffe, das hat euch nicht gestört oder so. Und ja, teilt das Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein.